Wohl kaum ein anderes Gebäude prägt das Bild der Region Neckaralb so wie die Burg Hohenzollern bei Hechingen. Am 3. Oktober 1867, also auf den Tag genau vor 150 Jahren, wurde sie in ihrer heutigen Gestalt eingeweiht. Ganz im Stil der Neugotik entworfen, diente die dritte Festung auf dem Zollernberg dem Herrscherhaus vor allem für Zwecke und Anlässe der Repräsentation. Ein solch hochherrschaftliches Jubiläum muss natürlich gefeiert werden. Noch ist die Burg Hohenzollern in frühmorgendlichen Nebel gehüllt. Doch pünktlich für die ersten Besucher, die zum Auftritt des Fanfaren- und Spielmannszugs erschienen, lässt sich dann die Sonne blicken. Auch ein kleiner Markt war zur Feier des Tages im Burghof aufgebaut. An den zahlreichen Ständen konnten sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen oder Handwerkskunst einkaufen. Und das kam an. Ich bin außerordentlich zufrieden. Sie haben uns förmlich alle miteinander überrollt. Alle Nationen haben diese Burg gefunden, gut gefunden. Ich bin sehr glücklich und habe gutes Feedback erhalten. Die Burg hat sich aber auch sensationell schön präsentiert. Im bunten Herbstlauf, mit blauem Himmel und jetzt auch schon wieder reißt der Himmel wieder auf. Wir haben ein solches Wetterglück. Toi, toi, toi. Möge es weiter anhalten. Während der Jubiläumsfestlichkeiten waren die Burgräume, der Grafensaal und auch die Schatzkammer frei begehbar für alle Besucher. Allerlei Historisches und Kostbares gab es dort zu bestaunen, wie die preußischen Kronjuwelen oder die Tabakdose, die Friedrich II., also dem alten Fritz, einst das Leben rettete. Zusätzlich dazu eröffnete eine Sonderausstellung im Torturm. Ja, das Thema der Ausstellung ist die Burg 3 seit Wiederaufbau, also 1851 bis 1867 wurde diese dritte Burg hier, auf der wir jetzt stehen, wieder aufgebaut. Und die Wiedereröffnung fand ja eben am 3. Oktober statt, nämlich exakt heute vor 150 Jahren. Aber auch Burg 1 und 2 werden erwähnt, das heißt einmal Burggeschichte pur. Alte Bauzeichnungen und Originalschubkarren aus dem Jahre um 1867. Da konnte sicher auch der Schlossherr Georg Friedrich Prinz von Preußen noch einiges lernen. Ihm stand heute ein ganz besonderes Vergnügen zu, das Anschneiden des Geburtstagskuchens. Und jetzt heute nochmal ist der Groß, das Anschneiden des schönen Geburtstagskuchen, der ist 12 Quadratmeter groß. Und da werden alle ein Stück Kuchen bekommen und ein Tässchen Kaffee dazu. Und so ist es, wenn man Geburtstag hat, muss man Kuchen für alle ausgeben. Alle 150 Jahre ist so etwas aber auch mal drin. Und so feierten die Gäste bei schönstem Herbstwetter einen ganz besonderen Geburtstag. Den eines echten historischen Wahrzeichens, das aus der Region nicht wegzudenken ist.